Es geht um eine Beispielaufgabe für die schriftliche Überprüfung in der 10. Klasse in Hamburg. Die Beispielaufgabe heißt Computergrafik und man findet sie in einer PDF-Datei, die man unter hamburg.de/sue-10-2020 herunterladen kann. In der Aufgabe geht es um Geometrie, hauptsächlich um Dreiecke und verschiedene Zusammenhänge, die man benutzen kann, um hier Aussagen über verschiedene Größen herauszufinden. Die Idee der Aufgabe ist, dass man mit Hilfe eines Computers ein Quadrat immer um einen bestimmten Winkel dreht. Hier in dieser linken Grafik sind das jeweils 5 Grad und das neue Quadrat wird ganz leicht verkleinert, so dass es gerade ganz genau in das alte Quadrat reinpasst. Und das ist in diesem Bild hier jetzt 36 Mal gemacht, bei einem Winkel von 5 Grad. Und dabei entsteht so ein spiraliges Bild, das so ganz schick aussieht. Ja, das ist die Idee. Wie erzeugt man solche Computergrafiken? Und in Teilaufgabe A geht es jetzt darum, in dieser vereinfachten Situation jetzt erstmal rauszufinden, wie ist denn der Zusammenhang zwischen der Seitenlänge S, in diesem Fall 2 Meter, und der neuen Seitenlänge des verkleinerten Dreiecks, die nennen wir mal x. Ja, also wie ist das in diesem vereinfachten Beispiel? Hier ist die Drehung des Quadrats genau 45 Grad. Das vereinfacht natürlich einiges, weil die Dreiecke, die hier außen entstehen, sind jetzt gleichschenklig. Und ja, man sieht gleich, es geht also hier um rechtwinklige Dreiecke in diesem Außenfall und so eine Kathete in diesem rechtwinkligen Dreieck ist jeweils gerade die Hälfte der Seitenlänge groß. Also diese Seite hier ist jetzt von da nach da, gerade S halbe. Ja, wir sollen also die Seitenlänge der neuen Quadrate bestimmen, also in diesem Fall also das x. Und das bekomme ich jetzt über einen Zusammenhang, den Satz des Pythagoras. Die Hypotenusenseitenlänge zum Quadrat ist gerade die Summe der Kathetenseitenlängen zum Quadrat, also in diesem Fall s halbe Quadrat plus s halbe zum Quadrat. Naja, das liefert im Prinzip schon die ganze Aufgabe. Man hat also hier ja zweimal das Gleiche, also zweimal s halbe zum Quadrat. Oder zweimal s Quadrat Viertel oder s Quadrat halbe. Ja, die Seitenlänge x bekomme ich also als Wurzel aus diesem Ausdruck. Also Wurzel aus s Quadrat halbe. Und das sind nach den Rechenregeln s durch Wurzel 2. Ja, anfangs ist die Seitenlänge s 2 Meter, s halb ist also 1 Meter, dann hat man x Quadrat ist gleich 1 Quadrat plus 1 Quadrat, also 2 oder x 1 ist gleich Wurzel 2 und x 2 ist ja Wurzel 2 halbe zum Quadrat plus Wurzel 2 halbe zum Quadrat. Das sind 2
Viertel, also 2 halbe oder 1. Genau, hier fehlt noch ein Quadrat. Genau. Ja, also ganz allgemein der Zusammenhang zwischen x und s, wenn wir also einen Faktor suchen, der den Zusammenhang zwischen s und x zeigt, dann können wir einfach hier den Faktor Wurzel 2 vorziehen und behalten. Also 1 durch Wurzel 2 mal s. Das ist auch in dieser Aufgabe angegeben. Man soll nämlich eigentlich zeigen, dass dieser Faktor gerade Wurzel 2 halbe ist. Das ist aber das Gleiche, wenn man nämlich den Faktor 1 durch Wurzel 2 mit Wurzel 2 erweitert, dann bekommt man gerade Wurzel 2 im Zähler und im Nenner. Wurzel 2 mal Wurzel 2, also 2. Ja. Okay, das ist das, was in Aufgabe A zu zeigen ist. In Teil B werden die Verhältnisse jetzt komplizierter. Es wird jetzt nicht mehr um einen Winkel von 45 Grad gedreht, sondern um einen beliebigen Winkel Alpha, der hier ist. Man sieht natürlich erstmal, dass S, also die Seitenlänge des alten Quadrats, die Summe der beiden Teilabschnitte ist, die hier A und B genannt werden, also A plus B. Und wir wollen jetzt also zeigen, dass S gerade x mal Sinus Alpha plus Cosinus Alpha ist. Ja, also wenn man das zeigen möchte, dann sucht man natürlich am liebsten erstmal nach einem Zusammenhang für A und dann einen Zusammenhang für B und addiert die und guckt mal, was dabei rauskommt. Also, Sinus Alpha ist ja Gegenkathete durch Hypotenuse, also A durch X. Und Cosinus Alpha ist Ankathete durch Hypotenuse, also B durch X. Ja, diese beiden Gleichungen kann man jetzt jeweils nach A und B umstellen und addieren. Hieraus folgt also, A ist x mal Sinus Alpha und hieraus folgt, B ist gleich x mal Cosinus Alpha und A plus B ist damit x mal Sinus Alpha plus x mal Cosinus Alpha. Und hier kann man jetzt x noch ausklammern, ist also x mal Sinus Alpha plus Cosinus von Alpha. Und das war das, was wir zeigen wollten. Ja, weil A plus B ist ja gerade S. Wenn man jetzt also wieder einen Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsfaktor haben möchte, dann möchte man ja so eine Gleichung haben, dass x ist gleich ein Faktor mal das S. Also die neue Seitenlänge ist ein Faktor mal die alte Seitenlänge, so wie wir das eben hatten. Eben war f gerade Wurzel 2 halbe bzw. 1 durch Wurzel 2. Und wir wollen jetzt sehen, wie groß ist das hier eigentlich. Und
Da brauchen wir die Gleichung aber nur durch Sinus Alpha plus Cosinus Alpha in Klammern zu teilen, um sie nach x umzustellen. Also wir teilen hier durch Sinus Alpha plus Cosinus Alpha und erhalten also x ist gleich 1 durch Sinus Alpha plus Cosinus Alpha mal s. Das ist also der gesuchte Faktor. Jetzt kann man den noch ausrechnen für Alpha gleich 5 Grad. Dann setzt man die Zahlenwerte ein. Achtet darauf, dass der Taschenrechner im Gradmaß eingestellt ist und bekommt dann 0,92306 und so weiter raus, also ein Verkleinerungsfaktor von ungefähr 92%. Ja, wenn man jetzt 36 mal dreht, was passiert dann? Dieser Faktor wird also jedes Mal auf die neue Seitenlänge angewendet, die sich ja wiederum aus der alten Seitenlänge ergibt. Und die alte Seitenlänge ergibt sich aus der vorhergehenden Seitenlänge wieder durch Anwendung des Faktors. Man muss also letztlich rechnen f mal f mal mal f mal s und das f wird also 36 mal angewendet. Das ist also f hoch 36 mal s. Das ist also die Seitenlänge des ganz kleinen Quadrats und 6 f hoch 36 für Alpha gleich 5 Grad ergibt naja, so ungefähr 0,5, nee, Quatsch, 0,0506 und so weiter. Ja, also man nimmt die 0,92306 von oben hoch 36. Wenn man also von einem Anfangsquadrat von 4 Quadratmeter Seitenlänge, ja Quatsch, 4 Quadratmeter Fläche ausgeht, dann wird der Flächeninhalt wiederum um f hoch 36 zum Quadrat verkleinert und das ist also ungefähr 0,00314. Aus den 4 Quadratmetern werden also am Ende ungefähr 0,01255. Quadratmeter und das sind 125,5 Quadratzentimeter. Genau, 125,5. Okay. In Teil C wird die Sache jetzt nochmal anders variiert. Da geht es jetzt nicht mehr um ein Quadrat, sondern um ein Fünfeck. Und die erste Aufgabe ist, sich zu überlegen, welchen Innenwinkel denn so ein Fünfeck hat. Oder beziehungsweise man soll zeigen, dass der Innenwinkel, in diesem Fall nennen wir ihn mal Gamma, gerade 108 Grad ist. Ja, das funktioniert so. Man überlegt sich also das Fünfeck. Und ich zeichne jetzt mal einfach einen Teil aus diesem
Fünfeck, ich skizziere vielmehr. Und da oben hat man also jeweils einen Winkel, ich nenne ihn mal Delta. Und diese Winkel hier innen, das ist natürlich gerade dieser Winkel, ein Fünftel von 360 Grad. Das sind also genau 72 Grad. So. Die beiden Winkel Delta, also 2 Delta, sind also gerade 180 minus 72 Grad wegen dem Winkelsummensatz. Also 108 Grad. Ja, und ein Delta ist also 54 Grad. Ja, das Gamma setzt sich aber zusammen aus zwei benachbarten Delta-Winkeln, ist also gerade wieder die 108 Grad, die wir eben schon für das gleichschenklige Dreieck im Fünfeck verwendet haben. Wenn man soweit ist, dass man weiß, dass das Delta jetzt 108 Grad ist, dann kann man jetzt eine ähnliche Argumentation für das Fünfeck machen, wie wir das eben für das Quadrat gemacht haben. Jetzt muss man allerdings aufpassen, dadurch, dass das Gamma 108 Grad ist und nicht mehr 90 Grad, ist das Dreieck Alpha, Beta, Gamma hier, das Dreieck, das also von der Seite B, X und A eingeschlossen wird, nicht mehr rechtwinklig, sondern es ist ein allgemeines Dreieck. Wir sehen sofort, dass die Seitenlänge wieder die Summe von A plus B ist. Das ist offensichtlich. Hier ist das S. Das A, das B. Und dieses A entspricht jetzt wiederum diesem A. Das heißt, A plus B ist S. Und wir sind wieder auf der Suche nach dem Verkleinerungsfaktor. Und zu zeigen, wäre hier jetzt x ist gleich Sinus 108 Grad durch Sinus Alpha plus Sinus Beta. Mal S. Ja, also wieder ein veränderter Verkleinerungsfaktor F. Ja, jetzt muss man sich tatsächlich überlegen, im allgemeinen Dreieck, da hilft jetzt der Pythagoras nicht mehr weiter, aber es gibt ja den Sinussatz und den Kosinussatz. In diesem Fall kann man ganz gut mit dem Sinussatz arbeiten. Und der besagt, dass a durch Sinus Alpha, also a, diese Seite, geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels, das gleiche ist wie x durch Sinus von 108 Grad. Und ebenso natürlich b durch Sinus Beta ist auch x durch Sinus von 108 Grad. Die Strategie bleibt die gleiche wie eben beim Quadrat. Wir stellen beide Termine nach a bzw. b um und addieren. A ist also x mal Sinus Alpha durch Sinus von 108 Grad und b ist x mal Sinus Beta durch Sinus von 108 Grad. Und wir bilden wieder die Summe. Es ist also a plus b. Das ist
x mal, jetzt klammere ich gleich aus, Sinus Alpha durch Sinus von 108 Grad plus Sinus Beta durch Sinus von 108 Grad. Tja, diese beiden Brüche haben den gleichen Nenner, die kann ich also zusammenfassen. Und das ergibt x mal Klammer auf Sinus Alpha plus Beta durch Sinus 108. Und ich forme, stelle die Gleichung gleich wieder nach x um und kriege also x ist gleich, und jetzt bilde ich den Kehrwert dieses Faktors, also Sinus von 108 Grad durch Sinus von Alpha plus Sinus von Beta. Okay, für Alpha gleich 5 Grad kann man das jetzt wieder ausrechnen. Beta ist dann 180 Grad wegen dem Dreieck minus 108 Grad, das ist das Gamma, minus 5 Grad, also 67 Grad. Und damit können wir das F ausrechnen. Im Taschenrechner im Gradmaß ergibt sich dann, F ist gleich Sinus von 108 Grad durch Sinus von 5 Grad plus Sinus von 67 Grad. Und das ist ungefähr 0,9438. Und wenn man jetzt noch, genau, so viel erstmal. Die nächste Teilaufgabe ist jetzt rauszufinden, man braucht also diesen Verkleinerungsfaktor, und die Fläche verkleinert sich jeweils um f². Das sind ungefähr 0,8908. Und die Frage ist jetzt, wie viele Drehungen braucht man eigentlich, damit der Flächeninhalt des letzten Fünfecks erstmals kleiner als 10% des Flächeninhalts des Ausgangsfünfecks ist. Ja. Und ich rechne das jetzt nicht mit einer Ungleichung, sondern erstmal mit einer Gleichung. Ich würde also gucken, f hoch 2, das ist der Vergrößerungs- oder Verkleinerungsfaktor für die Fläche, n-fach angewandt, so wie mit den 36 Drehungen, da haben wir die 36. Potenz nehmen müssen. Jetzt ist n unbekannt, wir wissen gar nicht, wie viele Drehungen wir brauchen. Wir sagen aber f², n-fach angewandt, soll also 10% ergeben oder 0,1. Das ist eine Exponentialgleichung, die man jetzt auf unterschiedliche Weise lösen kann. Ich benutze erstmal die Potenzrechengesetze, um f hoch 2n gleich 0,1 zu rechnen, und stelle das Ganze jetzt nach n um. Ich könnte also den Logarithmus auf beiden Seiten nehmen. Halt. Der Logarithmus von Logma 1, das ist der 10er Logarithmus. Da hätte ich dann also 2n mal Logarithmus von f ist gleich Logarithmus von 0,1, das ist minus 1. N wäre dann also Logarithmus von 0,1 geteilt durch 2 mal den Logarithmus von f. Und das kann man ausrechnen, das ist also 19,5.
0,91 ab 20 Drehungen. Ist also diese Bedingung erfüllt, weil ja jede weitere Anwendung den Flächeninhalt weiter verkleinert. Ja, genauso hätte ich das hier also auch mit dem der Definition des Logarithmus machen können. Ich hätte jetzt also in den Taschenrechner eingegeben Logarithmus zur Basis f von 0,1 ist gleich 2n, beziehungsweise n ist gleich 1/2 mal Logarithmus zur Basis f von 0,1. Und auch das hätte mit dem Taschenrechner das gleiche Ergebnis erzielt, also n ist gleich 19,91 und also ab n gleich 20 Drehungen ist der Verkleinerungsfaktor f hoch 2n also kleiner als 10%.